Hallo, liebe Clasher, ich bin's mal wieder, euer Telefon-Hellmann. Ah, doch, ich nehme doch auf. Okay, ich bin's mal wieder, euer Toto, der mit euch ein bisschen clashen will. Heute mal ein bisschen anders. Wir haben einen aktuell laufenden CK und ich streame diesmal, beziehungsweise nehme mal nicht am PC auf, sondern habe mir so eine kleine Hardware-Lösung besorgt, weil ich meine Angriffe ja auch übers Tablet mache und nicht gerade am PC. Unser Clankrieg-Gegner nimmt uns, muss ich sagen, ganz gut auseinander. Was aber auch gut ist. Er dreistern uns allerdings, wenn wir uns das mal angucken, muss er relativ weit runtergehen, weil er etwas im Nachteil ist. Wir haben also drei, ich glaube drei RH10 mehr und unten haben wir viel, viel mehr Achter. Das heißt, die Neuner von dem Gegner müssen unsere Achter machen. Das sieht man hier auch ganz gut, dass die sehr, sehr weit runtergehen. Und ich selber habe mir mal einen Account geliehen vom Chief. Wollte die 23 heute angreifen. Das mache ich auch mal live hier am Tablet. Dazu hatte ich mir eigentlich überlegt, nicht wundern, ich scrolle aber ein bisschen rein und raus, weil das Bild in der Aufnahme doch etwas vom Original abweicht. Es ist etwas ein bisschen in die Länge gezogen, hätte ich fast gesagt, aber das liegt einfach an der Tabletgröße. Und mein Angriff soll allerdings wie folgt aussehen. Ich wollte über diese und über diese La eigentlich hier in die Base reinkommen, über die Lager mit meinen Minions. Die hintere La werde ich wegblitzen. Das wird diese hier sein. Und dann hoffe ich mal, dass ich in den 3 Minuten auch hier einen 3-Stern einfahre. Das zeige ich euch dann aber. Ich muss hier so ein bisschen improvisieren, weil ich heute erst verkabelt habe. Das Ganze hat ein bisschen länger gedauert, deswegen habe ich auch den CK-Start verpennt. Ich wollte eigentlich viel, viel mehr vom CK zeigen. Vor allen Dingen wollte ich coole Angriffe zeigen, die ich einfach mal so nebenher laufen lasse. Was ein bisschen schade ist, aber ich hole das nach. Ich muss erstmal ein bisschen firm werden hier mit dem ganzen System. Ich versuche immer zu klicken ins Bild, was natürlich fehlschlägt, weil ich jetzt auch am Tablet bin und das Ganze am Tablet beobachten kann. Das finde ich auch sehr gut, da wie gesagt ich alle Angriffe ausschließlich am Tablet mache und nicht am PC. Am PC kann man zwar nicht aufnehmen, aber man kann halt live eher dann wenig zeigen. Und mit dem Account vom Chief zeige ich zumindest heute mal meinen Drachenangriff. Ob ich dann meine anderen Angriffe auch noch zeige, das weiß ich noch nicht. Da habe ich mich noch nicht entschieden, was ich tatsächlich mache. Pupi, hier typischer Drachenangriff im RH8-Bereich. Schöne 3 Sterne. Und wir schauen mal, was unser Gegner macht. Unser Gegner hat den oberen Bereich noch gar nicht angegriffen. Wir ihn aber schon. Und ich glaube auch, dass es diesmal etwas besser wird. Dass wir diesmal etwas besser aufgestellt sind, weil wir auch gut im Vorteil sind, muss man sagen. Man sieht das hier. Unsere Steffi mit ihrem RH9,5, mit ihrer Polo-Kombi. Wieder schöne 3 Sterne gemacht. Und nicht mal knapp das Ding, sondern relativ deutlich. Ich muss ein bisschen lachen, der Clanbuch-Drache hat überlebt. Ah, nicht ganz überlebt. Aber okay, der X-Bogen ist jetzt auch Geschichte. Ja, super. Ich denke mal, ich wollte eigentlich mit dem Chief, der hat mich gebeten, dass ich eine Rache mache. Aber es funktioniert nicht. Er hat nämlich schon Truppen fertig. Ich würde sagen, wir suchen mal kurz einen Gegner, wo wir unsere Truppen verblasen können und dann machen wir einen kleinen Cut, damit sich der King wieder erholen kann. Das ist ja mein nettes Ziel hier. Ich glaube, den nehmen wir auch mal mit. Wir gucken mal, wo der King rumlungert. Okay, der King lungert darum. Ich zeige euch jetzt auch mal, warum ich immer lieber am Tablet angreife. Das liegt einfach am Touch. Ich kann die Gruppen mit mehreren Fingern zeitgleich setzen, was schon wirklich ein großer Vorteil ist. Und
dementsprechend kann man einfach am Tablet, finde ich, viel, viel besser angreifen. Handy geht natürlich auch. So, jetzt muss ich das eben mal giften hier, sonst wird mir das ein bisschen arg viel. Mal den mal zünden. So, jetzt gehen meine Truppen hoffentlich ein bisschen auch in die Base rein. Ich muss mich hier mal ein bisschen heilen. Na, da geht schon was dunkler an mich. Das ist gut. Da unten räumen die ganz gut auf. Hier brauche ich noch nicht heilen. Kann ich schon mal meinen letzten Bogenschützen nachlaufen lassen. Hm. Ja, jetzt kriegen wir wieder ein bisschen Beschuss. Okay. Hier aber noch nicht so viel. Aber der kriegt hier ein bisschen Beschuss. Die muss ich jetzt gerade ein bisschen durchheilen. Und dann werden das, denke ich mal, keine 3 Sterne, was werden 2 Sterne werden. Gucken wir mal. Letztendlich wollte ich nur den Angriff gerade vom Ballern, damit meine Klartruppen jetzt gleich fertig sind. Die sind schon fertig, sind in der Pipe. Trotzdem machen wir einen kleinen Cut gleich, weil der King erstmal ringen muss. Und sehen uns dann im nächsten Abschnitt wieder. Ich schneide die Sachen mal zusammen. Auch das muss ich ein bisschen üben. Und wird das hier doch ganz guter. Ganz guter 3 Sterne. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Okay. Die Päcker fressen sich doch ganz gut durch. Päcker ist wieder im Kommen. Das werden wir sicherlich auch morgen, denke ich mal, in Clankrieg sehen bei einem Rathaus 9, wo wir vorab schon abgesprochen haben, wer welche Base macht. Wir machen ja immer irgendwann gegenüber. Und wir haben eine Base eigentlich dazu auserkoren, die auch mit Bäcker zu machen. Oh, waren 3 Sterne, hätte ich jetzt nicht erwartet, da ich nur Truppen loswerden wollte. Ja, super. Okay, Bonus auch eingesammelt. Damit sind meine Drachen jetzt fertig. Ich fordere schon mal Max Lohns an. Max Lohns und Gift. Giftzauber, glaube ich. Ja, das können wir so machen. Und baue hier aber schon mal ein bisschen nach. Ich denke mal, unser zweiter Angriff soll mal so ein Hockangriff werden. Da brauchen wir 3 Hiele für Gift. Und dann denke ich, sehen wir uns gleich bei einem Cut wieder. Ich verbleibe euer Toto Clashed. Hallo, liebe Clasher, Überraschung. Ich bin's, euer Toto, mit dem zweiten kleinen Teil dieser Folge. Ihr dürft es mir nicht übel nehmen, dass ich ein bisschen leise rüberkomme. Ich bin zwar nicht allein zu Hause, aber hier schlafen schon meine Jungs unten und die müssen morgen früh wieder zur Schule. Und da ich so eine bassbrummige Stimme habe, muss ich halt ein bisschen leise sprechen. Ich werde das Ganze ein bisschen nacharbeiten, dass es ein bisschen lauter rüberkommt. Wie versprochen wollte ich am Tablet, was ich hier unter mir liegen habe, deswegen werde ich gleich auch ein bisschen runtergucken, meinen ersten Live-Angriff über meine neue kleine Streaming-Hardware zeigen. Es schaut mir zu, mein Weihnachtsmann, der hier auf meinem Mikro sitzt. Und ich würde sagen, wir gehen einfach rein in den Fight. Wir gucken uns die 23 nochmal an. Die 23 schauen wir uns nochmal an. Ja, danke Knockout. Das war richtig gut von dir, dass du das gemacht hast. Deswegen gucke ich mir jetzt die 24 an. Und ich denke, auch auf die 24 können wir einen 3-Stern machen. Ein bisschen muss ich sagen, ärgert es mich jetzt, dass ich die 23 nicht machen konnte. Aber da waren unsere Absprachen so schlecht. Und wie Werner immer sagt, dann nehmen wir noch einen Schluck aus der Pulle. Und machen jetzt unseren Live-Angriff. Wir attacken also. Ja, ich kann mir schon vorstellen, wie ich das mache. Schauen wir mal. Jo, wir haben alles zusammen. Grün, grün, grün. Und wir attacken mal.
So, ich denke mal, ich komme erstmal hier hinten mit meinen Minions raus, damit meine Drachen hier nicht ganz so weit fliegen müssen, um an die ersten Gebäude zu kommen, bevor die La hier schießt. Ich würde sagen, ich blitze die La weg. Hätte ich fast gesagt, dass ich die La wegblitze. Allerdings, ihr seht selber, so eine Scheiße. Ich habe kein Erdbeben dabei. Das heißt, die La ist nur angekratzt. Und jetzt müssen wir zusehen, dass wir das Ding hier irgendwie reißen. Da schauen wir mal. Das Lager hier muss weg. Die Lager hier müssen auch weg. Jetzt habe ich nur noch. Oh Mann, jetzt habe ich nur noch einen einzigen beschissenen Zauber, um hier überhaupt die Lars zu erwischen. Aber ich gucke mal, wie ich es mache. Ich glaube, ich komme mal von hier rein mit meinen Clanbook-Truppen. Hier lasse ich meinen King mitlaufen, damit meine Drachen jetzt mal wieder in die Base reinfliegen. Was sie jetzt zwar auch tun, aber gegen den Feger, ja, das wird ein Stern, das sehe ich schon so eine Scheiße. Ach, da habe ich nicht drauf geachtet, dass ich keinen passenden Zauber dabei hatte. Der war schlecht. Der war schlecht. Aber naja, was soll ich machen? Abbrechen tue ich den jetzt auch nicht. Ich lasse ihn jetzt weiterlaufen. Für ein paar Prozente noch. Und dann ist das gewesen hier. Der Schief ist so ein schlechter Angreifer. Meine Herren. Naja. Das Knockout, aber schon die 23 gemacht habe, war wirklich saubere Absprache. Super dafür. Echt geil. Naja, unser Motto ist ja, R8 muss immer weg, muss immer weg, muss immer weg. Und wenn man nichts hat, versucht man was auszubügeln. Und wenn man nicht konzentriert ist, wie ich gerade, dann schafft man die Scheiße auch nicht. Nein, ich cancel das nicht. Der King macht die Base doch noch. Mensch, der King ist doch nicht richtig gut am Leben. Na, komm, King. Das Lager holst du dir leider auch nicht mehr. Ja, das war's dann. Tolle Wurst. Naja. Sollte auch nur erstmal ein Test sein. Ich bedanke mich auch nochmal. Danke, Matze, für die 23. So, und ich würde sagen, das reicht mir für heute an Streaming-Geschichten. Ich schaue mal, dass ich morgen die anderen Angriffe noch durchbekomme und zeige euch noch ein bisschen dann live. Mal gucken, ob ich das von hier aus streame oder ob ich das über den PC aufnehme. Das weiß ich noch nicht. Ich fand das jetzt eigentlich ganz gut hier. Es ist mir auch ganz gut mit dem Sound gelungen, den ich extra aufnehme und das Ganze dann irgendwie voneinander schneide. Das mit der Cam war natürlich jetzt ein Gimmick, will ich mal so sagen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Euer Toto Flasht. Und was ich ja nie sage, falls euch der Mist hier gefällt, lasst einfach so einen Daumen nach oben oder gebt mir eine Bewertung oder eine Kritik. Jeder versucht sich ja mal ein bisschen zu verbessern. Und ich freue mich über alles, was da so reinkommt. Einiges kommt ja tatsächlich rein, hätte ich auch nicht gedacht. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und tschüss.